Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liebe Geschwister im Islam, heute geht es um die Frage, was sagt man beim Anziehen der Kleidung? Und wir beziehen diese Dars, diesen Unterricht aus dem Buch Hissn Muslim, Schutz des Muslims. Und bevor ich zu der Aussage sage, was der Prophet uns gelehrt hat, was man sagen soll, wenn man ein Kleidungsstück anzieht, möchte ich erstmal kurz auf eine Sache aufmerksam machen, die für Muslime und Nicht-Muslime wichtig ist. Allah, der allmächtige Gott, hat uns erschaffen, um ihm zu dienen. Er sagt in Surah 51, 56 bzw. 57, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen und die Djinn nur dazu erschaffen, um mir zu dienen. Und diese Bittgebete, die der Prophet a.s. uns beigebracht und diese Azkar, dieses Gedenken, das er uns beigebracht hat, ist für uns unheimlich wichtig. Der Mensch braucht den Dhikr, wie der Fisch das Wasser braucht. Der Muslim braucht den Dhikr und die Dua, wie der Fisch das Wasser braucht. Der Prophet a.s. sagte, Ad-Dua hu al-Ibadah, das Bittgebet ist die Ibadah. Und Allah sagt im Koran, وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Und das Gedenken Allahs ist das Größte. Und dies sind Sachen, wie man schnell lernen kann, die einen großen Effekt haben, die schwer in der Waagschale sind und einfach zu lernen sind. Und wenn wir wissen, dass Allah uns dafür erschaffen hat, dann sollten wir versuchen, unser Leben damit zu schmücken. Und wisse, dass Allah dich dadurch schützen kann. Vor Djinn, dass Allah dich dafür vor Kuffer schützen kann. Warum? Und das ist auch wichtig, dass wir es den Kindern beibringen. Weil durch diese Bittgebete, die wir andauernd in den verschiedenen Sekunden am Tag sagen, erinnern wir uns immer wieder, warum wir leben. Rufen wir uns immer wieder Allah subhanahu wa ta'ala in unser Bewusstsein. Und das ist für uns so wichtig, dass wir ihn nicht vergessen. Und es gibt einmal im Leben die Hajj. Natürlich kann man sie auch öfter freiwillig machen. Es gibt einmal im Jahr Ramadan. Es gibt einmal in der Woche gibt es das Jumu'ah-Gebet. Fünfmal am Tag das Gebet. Aber Dhikr und Dua, Gedenken Allahs und Dua, kann man praktisch in jeder Situation machen. So gut wie in jeder Situation. Aisha radiallahu anha sagte, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ربه في كل أحيانه كما قالت. Der Gesandte Allahs hat Allah in allen Situationen gedacht. Und für die Nichtmuslime, das heißt nicht, dass das verpflichtend ist. Das heißt nicht, dass Allah das braucht, sondern das ist gut für uns. Das ist Nahrung für unsere spirituelle Seite. Und wenn man eine Kleidung anzieht, da gibt es ein bestimmtes Bittgebet, das heißt, ich ziehe das an und sage, Alhamdulillah, alladhi kassani hadha, gelobt sei derjenige, der mich hiermit bekleidet hat, wa razaqani min ghayri hawli minni wa la quwwa. Ja, das heißt, aller Lob, Alhamd, das heißt, aller Lob. Und dieses verbunden mit der Liebe zu Allah. Allah, denn Hamd bedeutet Lob mit Liebe und Verehrung, Liebe und Ehrerbietung. Das heißt, uns verbindet die Liebe zu Allah. Allah Lob mit Liebe. Er sagt nicht nur Hamdulillah, sondern Alhamdulillah. Das ist so wie Allah Lob. Für wen? Lillah, das ist Istihqaq, das heißt, er verdient das. Allah Lob gebührt, verdient Allah. Warum? Unter anderem, Alladhi kassani hadha, der mich dies hiermit bekleidet hat, wa razaqani min ghayri hawli minni wa la quwwa,
ohne Kraft und Macht von mir, ohne Macht und Kraft von mir dazu. Was bedeutet das für uns? Erstmal, Alhamdulillahi, Levi, Kassani, Hada, Warazakani, M'gayri, Hauli, Minim, Rakwa. Man erinnert sich sofort daran, dass aller Lob Allah gebührt. Wir erinnern sich sofort daran, dass er derjenige ist, der uns alles gegeben hat. Wir rufen diese Eigenschaft seiner Rububiyya, dass er der Versorger von uns ist, unser Bewusstsein und uns versorgt hat, ohne Macht und Kraft von uns dazu. Das heißt, wir geben uns ihm dabei. Und das ist das Wort Islam. Wir geben uns ihm dabei. Wir sagen, ohne dich, oh Allah, hätte ich die Kleidung nicht. Und damit erinnern wir uns wieder und werden dankbar gegenüber Allah. Und das macht unsere Seele froh. Wir haben das in der deutschen Umschrift für euch leicht gemacht. Und ich möchte kurz auf einige Sachen eingehen. Also wir schreiben Alhamdu. Dieses H, es gibt zwei Arten von Hs im Arabischen. Einmal das H, wie es im Deutschen ist, Haus beispielsweise. Und einmal ein H, das etwas gehaucht wird. Dieses Hamd ist dieses gehauchte H. Dieser Buchstabe. Alhamdu. Nicht Hamdu, Cha, wie Buch, sondern H, H. Wenn man das haucht. Hamdu Lillahi. Lillahi. Ja? Wir schreiben das extra so, dass es eigentlich dieses L, da ist ein Chat darüber im Arabischen. Das bedeutet, da kommt zweimal das L. Dann wird praktisch auf dem L, auf dem zweiten L, so kurz Pause gemacht. Lil. Das L kriegt man raus, indem man die Zunge hier oben hin macht. Achtet mal drauf. Lil. So, und man bleibt kurz stehen. Lillahi. Lillahi. Levi. Levi. Das ist wie beim englischen that. Lillahi. Lillahi. Levi. Nicht wie Thunder, sondern sanft. Lillavi, also ein Z. Lillavi Kassani. Wir haben das hier mit einem Doppel-S geschrieben. Das heißt nicht, dass wir hier Kassani, dass wir ein Cheddar haben, sondern weil in der deutschen Umschrift, in der Mitte des Wortes, ja, wenn man das S, wenn ich jetzt da stehen würde, nur ein S, hieß das Kassani auf Deutsch. Aber Kassani, 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 also ein Ziehen. Nicht Kassani, sondern Kassani, 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 Hada, Hada, der mit dies, mich hiermit gekleidet hat. Und dann schreiben wir Razakani. Wir schreiben nicht Razakani mit Z, weil das ist die englische Umschrift. Das hieß dann im Deutschen Razak, Razakani, sondern Razakani mit S. Razakani. Und das Korf, das wird etwas dumpfer ausgemacht. Nicht wie ein K, Razakani, sondern Razakani. Ja, das ist auch etwas schwierig für mich. Min, Reiri. Hier gibt es zwei R's. Das erste R ist wie das deutsche R. Paris. R, hier aus dem Rachen. Das zweite R, Reiri. Das ist wie ein, das wird von, kommt vom selben Punkt wie das L. R, das ist dieses enge, dieses dieses italienische gerollte R, wie die Bayern auch viele Wörter sprechen. Rei, ri. Das erste R. Rei, r. Rei, ri. Haulim, jetzt wieder das H, wieder ein gehauchtes H. Haulim, minni, wala, kuwa. Hier haben wir kuwa am Ende, weil wir stehen bleiben. Das ist eigentlich ein Tarmabuta im Arabischen. Ja. Wala kuwatin. Wir haben das L-E, wir haben da ein R gemacht, weil wir, ansonsten ist das La Kua. So spricht man es im Deutschen aus. Aber eigentlich wird das A an vielen Stellen in der arabischen Sprache eher wie ein Ä, wie ein deutsches Ä ausgesprochen. Deswegen haben wir auch Ä geschrieben. La Kua. Ja? Und das Tarmabuta, da würde ich das jetzt aussprechen, La Kuatin. Oder Kuatun, Kuatin, Kuatan. Hier wäre das La Kuatin. Ja, in dieser, von der grammatikalischen Dings. Aber da wir stoppen, wird am Ende das Tarmabuta wie ein H ausgesprochen, aber nicht wie ein H, Kuwa, sondern Q.
Quwwah. Im Deutschen gibt es das, wer wird halt an einem Ende von einem Wort kein H gesprochen, nur am Anfang oder in der Mitte eines Wortes, wie Haus. Quwwah. Nicht zu sehr. Quwwah. Sondern Quwwah. Okay? Alles klar. Kleine Fehler, kein Problem, inshallah. Und wenn ihr es gar nicht aussprechen könnt, sagt es auf Deutsch. Weil Allah liebt das auch. Aber das Beste ist natürlich, wenn man das Arabisch lernt. Ihr könnt auch noch mal einen Muslim, der Arabisch kann, fragen. Alhamdulillah, ich habe, glaube ich, eben sogar Kassani mit Cheddar. Alhamdulillah, Kassani hada, warazakani min ghairi hawli minni wala quwwah. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bringt das euren Kindern bei, bringt das euren Nachbarn bei, bringt das allen bei. Wir wollen Hasanat haben. Hasanat, Hasanat. Assalamu alaikum.